Hallo zusammen, wir befinden uns hier in einem alten verlassenen Hotel und schauen uns einfach mal ein bisschen um. Wir sind unterwegs mit Sascha, heute ist noch meine Tochter dabei, die sich gerade irgendwo versteckt, damit man sie nicht sieht. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Mein Töchterchen ist da ein bisschen zaghaft mit. Wow, hier kommt aber die Deckenkonstruktion jetzt gut runter. Das ist neu, das war damals nicht. Puh. Schimmel ohne Ende. Guck mal, die ganzen alten Haustelefone. Jetzt sehen wir sie dich trotzdem. Da ist die Treppe, die gehen wir gleich mal nach oben. So. Gucken wir uns erstmal um. Weil dieses Lampenhotel hat seinen Namen ja auch, weil hier so viele Lampen stehen. Aber ich habe schon mitbekommen, dass hier jede Menge weggekommen sind. Wie man sieht. Naja, einige sind ja noch da. Habe ich jetzt was falsch in Erinnerung? Moment, nein, das ist eine Schiebetür. Ich wollte gerade sagen, ich habe das doch in Erinnerung, dass wir hier durchgelaufen sind. Genau, das geht. Steht auch noch ein Telefon, eine Matratze. So, hier stehen noch alte Fahnen. Und hier hinten ist der Boden etwas knusprig. Wow, er knuspert direkt. Okay, wir gehen hier gar nicht erst durch. Das knuspert mir mittlerweile zu sehr. Vielleicht hat deswegen auch jemand hier dieses Schiebegitter zugemacht. Als obligatorische Trennung. Ach, guck mal, hier hat jemand seinen Hut zurückgelassen. Ich muss mal kurz unterbrechen, ich muss mir mal einmal die Nase putzen. Schau mal, hier das Innenleben von einem Telefon, da siehst du die Glocken. Telefon! Ja. Der hintere Teil sieht eigentlich am übelsten aus, weil hier hat es mal gebrannt. Und ja, viele trauen sich nicht, weil die Treppe halt echt übel aussieht. Fakt ist aber, die Erfahrung hat gezeigt, dass man sie ohne Probleme gehen kann. Zumindest war das in den letzten Jahren der Fall. Hier steht ein alter Teekessel, der stand aber damals nicht hier. Okay, nicht so dicht aufeinander stehen, immer ein bisschen Abstand halten. Ist nicht so gut, wenn auf einmal 200 Kilo Gewicht auf einem Quadratmeter stehen. Da möchte ich nicht so unbedingt wissen, ob der Boden dann hundertprozentig wirklich noch hält. So. Hier können wir aber ohne Probleme gehen. Du kannst auch jetzt deine Lampe ruhig anmachen, ne? Guck mal, hier sind die Räume nämlich noch wirklich schön. Die sind nämlich noch eingerichtet. Hier stehen auch noch Lampen. Alter Kleiderschrank, sogar noch mit alten Decken drin. Und hier irgendwas unterm Schuh gehabt. Guck mal, diese alten Decken. Die andere Seite gucken wir gleich beim Zurückgehen. Irgendwas habe ich unterm Schuh. Das knackert beim Gehen. Guck mal, was sich der Ruß überall abgeschlagen hat. Ist ja schon Wahnsinn, ne? Und halt überall hast du noch diese schönen alten Lampen stehen. Kannst du da hinten in der Ecke kannst du sehen, wie schön sauber mal der Teppich war. So grau war der nicht immer. Muss auf Klo?
Ja, es gibt immer wieder Leute, die trotzdem in so eine Orte noch aufs Klo gehen. Und dann hast du dann natürlich ein Häufchen drin liegen. Ja, das ist eklig, da gebe ich dir voll und ganz recht. Aber wir gehen jetzt mal in Zimmer 16. Zimmer 16 sieht auch noch ziemlich gut aus. Es fehlt zwar das Bett, ist leicht dekoriert, aber okay. Schöne alten Möbel noch. Aber es garantiert ja dieses Konsölchen aus den 50er Jahren, 60er Jahren, ist es doch garantiert. Mal weiter. Hier ist noch das Bett drin. Siehst du diese Decken? Das sind die Unterlagen für die Matratzen. Weil das sind so Metalllattenroste. Und um die Matratze zu schonen, kamen diese Decken da drauf. Guck mal, da liegt noch eine uralte Wärmflasche auf dem Bett. Mit Blümchenmuster. Guck mal, wie die Tapeten hier runterkommen. Das Feuer hat auf jeden Fall Gunst der Arbeit hier geleistet. Gehen wir mal weiter. Einmal vorbei. Oh, jetzt bin ich dir im Bild. Das musst du mir sagen. Ich gucke immer wieder aufs Display. Und dann kriege ich nicht immer mit, was gerade vor mir passiert. Guck mal, wie hier die Decke schräg ist. Siehst du das? Nein, das ist auch normal. Also dieser Raum ist so gebaut. Ich weiß nicht warum, aber hier hast du es ja auch. Ah, wie die Styroporplatten runterkommen. Alle angeschmolzen. Das war mal ein richtig schönes Bett. Stofflampen. Alles schwarz vom Ruß. Hier oben kannst du auch sehen, dass wir da Betondecke haben. Das ist oben Beton und wurde nur runtergesetzt, die Decke, mit Holz verkleidet. Also oben kannst du auch gefahrlos laufen. Der einzige Knackpunkt hier ist wirklich das Treppenhaus, wo du auf die Treppen achten und hören solltest. Und wenn du mal guckst, die Verkleidung, alles ist noch in Ordnung. Hier ist noch eine Flurtoilette. Alles verkohlt. Jetzt sind wir auch gleich ganz oben. Hier ist es richtig verkokelt. Und ja, das waren hier oben auch Gästezimmer. Guck mal da auf der Fensterbank, die Lampe. Auch ein ganz altes Schätzchen. Guck mal. Die Glasglocke. Dann hast du daneben den Schalter gehabt. Schönes Ding. Mhm. Guck mal, die Matratze. Das waren so drei geteilt. Mhm. Was haben wir hier? Verkokeltes Waschbecken. Ich weiß nicht, ob da steht auch noch so eine schöne kleine Lampe. Ob das hier oben auch Gastbereich wirklich war oder für Angestellte, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Aber es sieht aus, als wenn es. Man weiß es nicht. Hier war ein Waschbecken. Guck mal, aus Keramik noch die Halterungen für Zahnputzbecher, Seife und oben die Ablage. Hm.
steht noch ein richtiges Bett drin. Ein Einzelbett. Oh, guck mal. Noch so eine schöne Lampe da auf dem Tisch. Leuchte sie mal eben an. Kleine Rot, ich möchte nicht unbedingt in jeden Raum reingehen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass doch die Konstruktion nicht mehr so dolle ist. Was haben wir denn hier? Bettenlager. Decken, Matratzen, sprich Polster eher. Es fühlt sich eigenartig beim Gehen an. Auch hier kaputtgeschlagen, schade. Schade, schade, schade. Da machen wir mal zu. Siehst du, hier ist unten drunter, hast du gesehen, war ja Holz. Dann war ja Betondecke und hier ist nochmal Holzboden drauf. Da hängt noch so eine uralte Heizung dran. Na komm, geh mal wieder runter. Gucken wir mal, was unten noch ist. Wieder schön mittig gehen, ja? Wir gehen schon mal wieder eins tiefer. Ich weiß jetzt gar nicht, war jetzt da die Türe offen? Konnte man jetzt hier noch durch? Halt mal so 3-4 Meter Abstand. Uff. Ah, die Türe ist offen. Ah, hier tropft sie irgendwo. Oh ja, das Fenster ist mittlerweile auch komplett raus. Einzeldusche? Und hier aus hatte man damals eine gute Sicht auf das eingestürzte Schwimmbad. Aber das ist schon lange Geschichte. Konstruktion hier. Aber wir gehen mal einmal noch runter in den Keller. Weil da unten gibt es auch noch was zu sehen. Der Gammelgeruch schlägt einen direkt ins Gegen. Halbe Stunde 5 D-Mark. Münzen im Büro. Lass mir die Spinnenweben aus dem Gesicht. Hier hat irgendeiner sich auf der Sonnenbank eine Matratze draufgelegt. Ich glaube, das war nur so eine einseitige Sonnenbank. Egal. Oh, die ist aber jetzt mittlerweile komplett in sich zusammengefallen, die Sauna. Da ist nichts mehr von übrig. Und auch hier die Liege. Alles Geschichte. Sauna. Ja, hier unten war nichts mehr. Außer Gestank. Gehen wir wieder hoch. Guck mal, aus dem Schwimmbad noch die Kleiderhalter. Netz für Schuhe, Kleiderbügel. Gehen wir wieder zurück. Durch den verkohlten Gang.
So. Oh, hier ist der Boden wieder sehr schwammig. Glas Sekt, 4 D-Mark. Winter 2003. Liegt auch so ziemlich alles in Trümmern. Guck mal, der ganze Boden wieder da weg ist. Dazwischen, siehst du das? Moment. Jim. Keller. Lilly, wir gehen in den Keller. Ja, Keller. Komm. Folge mir auffällig. Ich glaube, hier unten war ich noch nie. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Nee, hier unten war ich tatsächlich noch nicht. Das kenne ich nicht. Nee, also Licht ist das. Guck mal, hier stehen noch Kakaodrinkflaschen in dieser Kühlbox drin. Wolltest du einen Kakao? Mal eben gucken. Abgelaufen, 30.04.04. Schon was länger. Guck mal, da der Gammel in der Ecke. Leck mal dran. Schweineschmalz. Cocktailkirschen. Leckerchen, die dürften noch gut sein. Der Deckel ist noch zu. Hat noch immer sein Vakuum. Tatsache, hier unten war ich noch nicht. Krass. Wieso war ich hier unten noch nie? Guck mal, die Schränke, die kommen bald runter. Maggi, das Püree. Da liegen noch Erbsen. Hast du Hunger? Nee, es ist grüner Pfeffer. Das ist keine Erbsen. Guck mal, das ist eine Dose. Grüner Pfeffer. Aber die standen aber hier auf Maggi. Nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser Schrank die Wand runterkommt. Boah, das wäre doch jetzt mal was. Jägerschnitzel. Boah, ich bin ja sowieso so ein Schnitzel-Fan, ne? Ich und Schnitzel. Und guck mal, was hier hinten noch ist. Weißt du, was das hier ist? Ein Dosenöffner. Hier haben wir den großen Herd. Mal gut, dass Rapunzel nicht in der Nähe ist. Bei all den Pfannen nicht so gut. Oh, da drunter diese große Gusspfanne mit dem langen Stiel. Guck mal, da ist ein Kittelchen noch. Okay. Alles zugemüllt. Da geht's nicht weiter. Das war's. Mehr gibt's hier unten nicht. Was sind denn da für komische Sachen? Musst du so machen. Klingel. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. War da was anderes, ne? Guck mal hier, weißt du, was das ist? Komm. Ist das eine Zitronenpresse? Was? Nein! Das hier ist ein Waschplatz. Hier ist normalerweise ein Waschplatz gewesen. Da kommt Flüssigseife rein. Zum Händewaschen. Ja und? Die ist kleiner wie du. Die frisst dich nicht. Meinst du, was die da zu kauen hätte, bis sie fertig ist? Was ist das eigentlich hier für ein Durchbruch? Okay. Hier sind
sind sogar noch Geschirrhandtücher und alles drin. Okay, hier geht es nicht weiter. Gucken, ob diese Türe hier aufgeht. Nein, die ist zu. Boah, guck dir mal die Spinnweben an. Oh, guck mal da hinten, die fette Spinne. Yam, yam. Oh, jo, jo, jo. Nur kleines Angstkaninchen. Gehen wir die Treppe wieder hoch. Jetzt wissen wir auf jeden Fall auch, welcher Teil unterkellert ist und welcher nicht. Nur hier die alten Kleiderhaken von der Garderobe. Da ist auch so ein Handtuchding drin. Wow. Okay, hier ist wieso Ende. Ah, da kommt die Decke runter. Okay, hier geht's nicht weiter. Gehen wir wieder zurück. Was ist denn da drin? Ja, aber die hat dann jemand hier vergessen. Aber schon vor längerem, so wie das aussieht. So ein Fittich drin. Feuerzeug geht auch noch. So. Keine Ahnung. Steht auf Kippen ein Datum drauf? Haben die ein Haltbarkeitsdatum? Ich rauche nicht. Ich konsumiere keine Drogen. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Was klebt unter deinem Schuh? Ja, das geht schon gleich wieder ab. Guck mal, hier war noch ein separater Zugang zum Schwimmbad. Da liegt sogar noch ein Gebetsteppich. Hier liegen noch Bettwäsche ohne Ende. Hier ist aber alles voll geramscht. Betten, Decken. Ekelig. Ah, hier ist aber nichts mehr. Hier brauchen wir nicht durchgehen. Ist alles raus. Komm, lass uns mal lieber gucken, ob hier unten was im Keller ist. Wir gehen runter im Keller. Vorbei an der Schuhputzmaschine gehen wir in den Keller. Hä? Eine Schuhputzmaschine, hier steht doch da. Nur mit ohne Strom. Nein. Ein Keller. Hier stehen die ganzen alten Brenner. Ein sogenannter Raketenbrenner. Weiß ich auch nur, weil es da drauf steht. Wollte nur mal eine Runde auf Schlau tun. Ob es hier auch eine Füllstandsanzeige gibt? Abgeklemmt sind. Oh, guck mal, was hier noch Kupferrohre drin sind. Hey, 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 ohne Ende Kupfer. Das sind Millionen. Nein, Spaß beiseite. Ja, eine Füllstandsanzeige habe ich jetzt keine gesehen. Oh, noch ein Brenner? Oder was ist das? Oder war ein Wasserspeicher? Was auch immer. Elektrizität. Ja, gut, hier geht es nicht weiter. Hier ist auch nicht mehr die Sicherung abgeklemmt. War wohl nur ein Nebenausgang. Ich habe gedacht, hier unten wäre noch was, aber
Hier ist nichts. Na gut. Hier die Räume sind auch alle leer. Ist nichts mehr drin. Alles leer. Machen wir Licht aus. Ja. Ja, das war's dann jetzt auch hier von dem Hotel. Sie versucht wieder zu flüchten. Vielleicht hat euch das Video ja trotzdem gefallen. Wir warten jetzt noch auf Sascha. Und dann gucken wir mal, ob wir noch woanders hinfahren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ich freue mich. Und sag bis zum nächsten Video. Ciao.